Hallo und herzlich willkommen zurück zu Mittelerde Schatten des Krieges. So, wir werden jetzt mal Folgendes tun. Wir werden jetzt ab und zu mal hin und her springen zwischen den beiden Heydir, beziehungsweise ich kann eigentlich auch dann direkt zu dem da oben mir den markieren und da hingehen. Und eventuell die noch machen, ja, keine Ahnung. Weißt du, einfach mal gucken. Das habe ich ja noch in der letzten Folge gemacht, genau, das könnte ich theoretisch auch machen. Machtprobe Gule, ein feindlicher Hauptmann unterzieht sich einer Prüfung und stellt sich einer Ghul-Matrone und ihrer Brut. Naja, mal schauen. Ich werde jetzt einmal Zeit verstreichen lassen, weil wir haben ein paar Leute in der Kampfgrube und ein paar Leute machen Mission. Und das sollte man natürlich dann auch machen lassen. Er war erfolgreich, sehr geil. Sehr geil, sehr geil, sehr geil. Heißt, es müsste wieder einer tot sein. Bedeutet wiederum, ich kann... Naruk, der Unverwüstliche, den werde ich jetzt hier einsetzen. Eigentlich bringt mir das auch nicht so viel, ne? Weil wenn sie mich verraten, verraten sie mich halt. Ist dann so. Gut, das war das schon mal. Das ist doch schon mal schön. Und dann habe ich mir den natürlich markiert. Der ist jetzt relativ weit weg. Da müssen wir jetzt erstmal irgendwie hinkommen. So, hole ich nochmal eben Grauk. Und los geht's. So, zack. Na? Hoch geht's. Und da geht's nicht, weil da ist, glaube ich, was drüber. So. Und los. Oh, guck mal, zwei Grauks kämpfen gegeneinander. Die ist ja fantastisch. Was? Warum tötest du so ein armes, hilfloses Tier? Du bist wirklich grausam. Ich hab den gar nicht getötet, du Lutscher. Natürlich, er ist beschusslich, alles klar. Hat der nicht wirklich getan jetzt, oder? Oh, scheiße, das wollte ich gar nicht, ja? So, aber er ist alleine hier. Der eine Grauk ist tot, kann es sein? Schade. So. Ist ja schon gut viel Leben verloren, mein Freund. Bist gleich tot. So. Das ist schön, wenn sie alleine sind, perfekt, kein Problem. Läuft. So, nice. Oh, also irgendwas habe ich jetzt gemacht. Ich weiß leider nicht was. Macht nichts. Ich bin ein bisschen pissig, dass er meinen Karagor getötet hat, der Arsch. Aber gut. So, was wollte ich denn hier eigentlich tun? Ach so, stimmt. Ich wollte mir die Bosse hier angucken, ne? Richtig, 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 richtig. Hier müsste es ja eigentlich zwei Bosse geben, ne? Warte mal kurz. Ich könnte mal gucken. Ja, auf die Karte gucken. Ja, auf die. Nee, doch, doch, doch. Wo bin ich denn? Ach, ich bin ja schon hier. Ja, lol. Ja, schon weit weg. Na gut, dann gehen wir da gleich hin. Erstmal klettern wir den Turm hoch. Und dann... Guten Tag. Und dann holen wir uns das. Dann holen wir uns die Burschen noch und dann haben wir, glaube ich, genug. Und hopp. Ja, und eigentlich die Mission müsste ich nur machen, ja, um halt irgendwie Level steigen zu können. Für mehr sind sie dann auch nicht mehr gut. Wenn man mal so ehrlich und hart ist, ne? Okay, eins auf jeden Fall noch da unten. Ja, die Dinger müsste ich mir auch natürlich holen, klar, aber mache ich auch. Aber ich glaube, ich werde das ein bisschen anders machen. Ich werde das dann irgendwie zusammenschneiden, weil immer den Weg dahin und so ist ja auch langweilig. Da noch und da irgendwo bestimmt. Da. Sehr schön. Jetzt habe ich erstmal alles gefunden. Muss ich natürlich irgendwie auch einsammeln. Okay, und jetzt wollte ich ja die hier. Was macht er? Ja, Karagor jagt am Arsch, ey. Als ob ich da jetzt helfe. Das wird er wohl alleine schaffen. Also, das wird er wohl alleine hinkriegen.
So, ihr übt mal schön. Ich habe keine Zeit jetzt dafür. Obwohl ich natürlich auch nochmal zurück müsste in das vorherige Gebiet, weil da war ja... Oh, da ist er. Schwächen, immun gegen Fluch. Ja, okay. Da müsste ich mal gucken. Ist hier so ein Infodyp? Nee, kein Infodyp. Schade. Die Kleine kämpft wie ein böser Geist. Schreit hier jemand aus? Nee, nee. Oh shit, da ist noch einer. Das ist natürlich blöd jetzt. Ich finde, was auch immer hier rumschleicht. Ah, findest du bestimmt. So, zack. Schon mal meine. Wir hatten wirklich mehr Grad mit dem Saal. Okay. Ich probiere es einfach. Es funktioniert leider nicht, schade. Es reicht nicht, dass ich diese Magen auf Kurs prügeln muss. Ich muss mich auch noch mit dir rumschlagen. Jo, ist richtig. Du vergeudest meine Zeit. Er ist der harte Festungsaufseher. Krass. Aua. So. Zack. Das ist auch immer so nervig, ne? So, nimm. Sehr gut. Gucken, ob ich ihn rekrutieren kann oder nicht. Jo. Was soll ich für dich tun? Erstmal verpieseln, mein Friend. Hab ich was falsch gemacht? Nee, nee, alles cool. Du bist ein cooler Dude. Aber ich brauch dich gerade nicht. So. Tod durch Sterben. Nee, nee, ich hab das schon gesehen, mein Freund. So. Hä? Was war das denn? Oh, ich bin betäubt, ich konnte nichts mehr machen, das ist ja doof. Nee, lasst das mal von der Seite, das ist doof. Das finde ich nicht so toll, ne? So. Zack, aufgezählt. Au. Hier ist auf jeden Fall noch ein Boss. Warte mal, den anderen Boss, den müssen wir uns natürlich auch holen. Wenn ich schon mal hier bin, dann mache ich gleich beide Bosse. Aber wo ist er? Okay, es geht anscheinend nicht. Schade. So. Karagor sind in der Nähe. Bald müssen sie die Peitsche ihres Herrn nicht mehr fürchten. Ja. Bald nicht mehr. So. Staguga Trollsohn. Wohl so ein großer Tut. Oh, warte, 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 warte. Der hat Infos. Gib mir Infos. Über... Keine Ahnung, über irgendjemanden. Weiß ich nicht. Über... Ja, keine Ahnung. Ach, scheiß doch, den mach ich so kaputt. Hier, gib mir mal Infos über den. Oha. Ah, ist aber ein großer Typ. So, jetzt muss ich erstmal gucken, wo geht's denn hier weiter? Wahrscheinlich da. Nee. Oha, Alter, was geht jetzt ab? Nein, runter. Okay. Na, weg. Ich möchte. Alter, ich möchte diese Seilrutsche benutzen. Oh. Dann töte ich euch halt alle, kein Problem. So. Meine Fresse, du, da kriegst du ja wohl. Jetzt Seilrutsche benutzt. Mach die Seil.
Rutschelzack. Tja, aber wo sind die Spuren? Da sind sie. Da gehen sie weiter. Irgendwo ist er. Stakuga. Habe ich keine Infos, ist mir aber auch scheißegal. Das macht irgendwie sehr wenig Damage. Greift der mich jetzt an? Der macht die alle kaputt. Finde ich gut. Nein, nein, nein! Doch, doch, doch. Ach. Nicht herunter. Okay. Wenn du schon tot bist, bevor ich dich krieg, macht es keinen Spaß. Ja, das wäre blöd, ne? So. Das wäre richtig kacke. Oh, war der eben gut. So, da er nicht beschusssicher ist, kann ich natürlich hier einfach mal loslegen. Und direkt den hier machen. Oh, das war aber knapp. Okay, kämpfen bis zum Tod. So. Zack und ciao. Du bist tot. Zack. So. Was? Wer möchte den Karagor töten? Du nicht. Du Arsch. Frechheit. Gut. Ja, aber irgendeiner muss doch hier dieses... Nee, ich weiß nicht. Bin ich denn? Alter, ich bin ja ganz am Ende jetzt, ne? Heilige Scheiße, Alter. Huiuiuiuiuiui, sag ich mal. So, da ist ein gonduranisches Artefakt, das holen wir uns natürlich. Wo auch immer es sein mag. Er ist erstmal ihn hier natürlich. So, wir brauchen mehr Leben. We need more life für meinen Karagor. Irgendwas wird er tun. Ach, ich bin weg, ciao. Das ist aber unter mir irgendwo. Na gut, irgendwo gibt es hier anscheinend eine Höhle. Aber der ist oldschool, ne? Der ist hier oben drauf irgendwo. Ist da hinten, okay. So, mein Freund. Den holen wir uns auch noch. Ja. Der Ork will verfolgt werden. Gewähren wir ihm die Jagd. Natürlich. Verfolg mich ruhig, aber du kriegst mich nie in die Finger. Ah, irgendwie würde ich sagen, wetten, aber... Ich weiß, dass du... Da musst du dich schon mehr er ist beschusssicher, alles klar. Okay, ich muss ihm... Er möchte mich anscheinend in eine Falle locken. Sind wir jetzt da? Okay. Finde ich ja toll. Oh, ich dachte, ich treffe beide. Nee, nee. Du es nicht. Ja, das ist halt so ein bisschen das Gefährliche, da der nämlich so ein Bogenheini ist. Aua. Finde ich der... Au. Alter. Ganz schön viel Damage, den der raushaut, ne? So. Und schnell übernehmen. Bevor irgendwas passiert. Rekrutieren.
Ich diene nur dir. So, was steht denn da jetzt? Zum Spion machen, Häuptling ausspielen. Oh, warte mal. Ja, mach mal. Ich werde verschwinden. So, nee. Ich hab jetzt aber keinen Bock zurückzukommen. Deswegen gehe ich jetzt weg. So, dann lass mich kurz mal gucken. Ich habe ja wieder ein paar Fähigkeitenpunkte am Start. Tja, wo ist denn der eine? Neue. Die Leibwächter eines Häuptlings führen ihn in einen Hinterhalt. Ach so, das ist natürlich schon erledigt. Finde ich natürlich gut. Wir lassen mal wieder Zeit verstreichen, damit die Grube mal wieder ein bisschen vorangeht und auch die anderen Missionen natürlich. So, mal gucken, was passiert ist. Nichts. Ja gut, du hast natürlich jetzt Kacke. Aber du hast du nicht. So, wer ist denn er? Ja, keiner von mir. Überhaupt gar keiner von mir. Ach du Scheiße, 36. Okay, das sind zwei von mir. Ja, das finde ich gut. Da ist keiner von mir dabei. Ich muss hier noch ein paar reinkriegen. Und hier eigentlich auch. Oh, shit. Okay, eindringen. Auftrag bestehen. Geht nicht anders. Ich muss da jetzt einfach Leute von mir nachlegen, weil das ist ja unglaublich krass. Da sind ja richtig viele dabei. Und um das zu bewerkstelligen, muss ich jetzt ein paar Mal hin und her reisen, glaube ich, weil... Tja... Oh, hier ist eine neue Mission, cool. Okay, ich werde nochmal hier hinreisen, dann nochmal zurück und dann mal gucken. Ist, glaube ich, die Folge auch schon wieder fast vorbei. Aber irgendwie müssen wir ja mal gucken, was abgeht, ne? Bam, mit seiner Laute in die Fresse läuft bei ihm. Hübsch. Na gut, der ist mir egal, aber den kenne ich eh nicht. Zwei Tote, das heißt, ich könnte jetzt wieder zwei von meinen nachsetzen. Mach ich. Genau, da hat sich auch so. Schaka. Level 18. Alter, hier sind krasse Dudes dabei. Die haben relativ viele hohe Level. Finde ich ja krass. Aber gut. Kriegen wir schon irgendwie hin. Stationieren wir auch noch hier. So, Takra. Auch so ein geilen Hut. Okay, läuft. Läuft. So, einmal noch zurück. Weil wir müssen natürlich da weitermachen, wo wir aufgehört haben. Beziehungsweise, ich könnte Machtprobe Karagorn. Nee, interessiert mich eigentlich jetzt nicht so unbedingt. Ich könnte das natürlich machen, aber nee, habe ich auch keinen Bock. Ich könnte natürlich auch hier hin, aber nee, habe ich keinen Bock. Da muss ich nämlich in die Höhlen rein, oder? Ja, da muss ich wieder in die Höhlen rein. Da sind die Eingänge und hier muss ich nämlich auch in die Höhlen rein. Und da wäre der Eingang dort. Okay. So, Zeit verstreichen lassen. Ich weiß, ja doch, einer müsste ja zu den Gruben noch gehen müssen, ne? Eine Runde noch, ja. Eine Runde noch. Ich weiß nicht mit was, aber er war erfolgreich. Ach, die Graukjagd. Naja gut, das hat ja nichts gebracht. Naja, unwichtig. So, der Guy Dude, der geht natürlich hier hin. Und dann habe ich... Nee, doch, der soll da hin, ne? Da habe ich nämlich schon drei Leute da drin. Mache ich jetzt nochmal. Es ist halt ein bisschen nervig und ich glaube auch ein bisschen langweilig, aber was willst du machen? Es muss ja gemacht werden, damit hier die Züge vergehen. Und der muss erfolgreich sein, natürlich. Und er hat verkackt. Scheiße. Und das ist natürlich ungut. Ja, okay. Naja. Gut, ich habe ja noch einen, den ich hier nachsetzen kann. Zack. Ich würde... Okay, warte mal, was mache ich denn jetzt? Ich muss irgendwie gucken. Ja, wobei, das mag noch gehen. Wenn ich zwei habe und die sich darum kümmern, dann könnte ich den vielleicht mit 29 machen. Na, aber ich könnte ihn halt nicht übernehmen. Das ist das Problem. Okay, warte. Dann ja, kurz mal gucken. Warte kurz. Armee. Okay, ich habe
zwei Leute. Hier habe ich gar keinen. Hier habe ich zwei Leute drin, hier habe ich gar keinen drin. Das heißt, hier müsste ich auf jeden Fall noch was ansetzen und hier definitiv auch. Sonst ist blöd. Okay, du bist zwar neu, aber ich würde sagen, du gehst mal hier rein. Eindringen. So. Ich glaube, wir sind schon am Ende der Folge. Kann das sein? Ich glaube schon. Ich glaube schon. Ich bin mir nicht sicher, aber ich denke ja. Und deswegen beende ich die Folge jetzt hier. Bin ich am Ende? Ich weiß es nicht. Scheiße. Nee, kann eigentlich nicht sein. Ich glaube, ein paar Minütchen sind es noch. Ach komm, scheiß drauf. Wir machen jetzt einfach das hier. So. Zack. Diese Auserwählten werden um jeden Preis den Hädir für ihren Meister beschaffen. Der Hexenkönig darf nichts über unsere Pläne und Streitkräfte erfahren. So, zack. Guten Tag. So, los geht's. Na, dann erreichen wir die gute Mal. Ist ja jetzt nicht so schwer. Es gibt noch einen Wurm, den wir fassen müssen. Oh, ich brenne. Und welche Botschaft bringt er? Befehle. Für drei Hauptmänner, sich beim Ritual einzufinden. Er kommt durch dieses Lager. Tja, er wird es ziemlich verlassen vorfinden. Okay, das heißt, ich soll die jetzt alle töten? Alles klar. Ein Fähigkeiten Punkt. Gut, terrorisieren. Terrorisieren schlägt mehr Feinde in die Flucht oder terrorisieren verleiht deiner Macht und deiner Trefferserie einen Bonus. Hm. Ja, dann mehr in die Flucht schlagen. Ja, das finde ich eigentlich schon besser. So. Ja gut, so viele sind ja jetzt nicht, ne? Ich frag mich, was diese Narren getötet hat. Weiß ich nicht. Zeit, jemand um eine Lektion zu erteilen. Ach, Junge. Ich brauche dringend mehr Glock. Es ist das Einzige, was mich in diesem... Lieber töte ich sie. Ach, komm. Viel Glück. Ja. Und weiter geht's. So. Okay, nice. Läuft bei dir. So. Wo sind noch mehr von denen? Da oben waren noch welche. So. Ach, da oben der letzte. Auch haben die Würmer jetzt eine Leibwache. Ich begebe mich nach oben und eliminiere die Eskorte. Mach das. Aber nicht alle. Das werden wir sehen. Nee, lass mal nur für mich welche. Da kommen sie. Siehst du sie erst jetzt? Das wird einfacher als gedacht. Keine Elben mehr. Keine Elbengeschosse, das ist doch blöd. So. Ach, der ist direkt tot. Cool. Edible Crew. Also, ich wollte mir den absnacken, ne? Ja, irgendwie sind jetzt aber... Ach, da hinten. Okay, ich gehe da schnell hin. Kannst du mal angreifen? Ach stimmt, habe ich ja geskillt. Ich kann mich ja jetzt verteidigen. Da kommt er. Wir müssen herausfinden, was er weiß. Entscheidest du, wen ich leben lasse? Beschaff dir die Information. Ja, mach ich doch. Warte mal, kann ich den nicht direkt hier? Hm. Geht doch. Wo sind die Hauptmänner, die auserwählt wurden? Sie kommen von der Festung. Sie sollten bald hier sein.
Dankeschön. Das ist cool. Endlich kann ich das machen, ohne dass sie mich auf nerven können und so. Sehr gut. So, sind alle tot? Ja. Glaube schon. Unsere Freunde haben es ganz schön eilig. Gut. Unser kleiner Wettstreit ist noch nicht vorbei. Das sehe ich anders. Kommen die her? Soll ich jetzt warten? Da kommen sie angeritten. Die Boys. Okay, ich warte einfach, bis sie hier vorbeigelaufen. Laufen die oder reiten die? Nee, die laufen ganz normal. Ist ja voll langweilig, ey. Okay, ich erreiche einfach die Hauptmänner. Kein Problem. Du hinderst mich nicht daran, auserwählt zu werden. Ja. Ich bin würdig. Ja. Und du bist tot. Ja. Ich nehme dich aus und beende jetzt dein erbärmliches Leben. Ja. Du machst ihm Angst. Weiter nichts. Ja. Okay. Ich kümmere mich erstmal um den Sack. Er geht mir jetzt schon am meisten auf den Sack mit seinem Scheiß da. Ich spüre ja nichts mehr. So. Nee, nee, lass das mal. Denk dran, nicht töten. Hm. Will versuchen? Wird nicht klappen, oder? Hm, na gut, Kampf bis zum Tod. Was ist denn für ein Level? 25? Naja, wobei, so krass ist das nicht. So. Ja, wer ist denn jetzt hier feuerfest? So, du bist schon mal tot. Ich töte jetzt einfach alle, meine Fresse. Weil ich glaube nicht, dass ich hier auch nur einen... Na, wobei doch, den könnte ich übernehmen, theoretisch. Er ist gebrochen. Er ist gebrochen. Ich probiere es einfach. Aber es kann sein, weil die halt storytechnisch wichtig sind. Na, wir probieren es. Mein Leben als Diener. Als Diener. So. Ich verabschiede mich. Okay. Das vergesse ich niemals, Waldläufer. Ja, ja, bla, bla, bla. Du hast mich nicht zum letzten Mal gesehen. Jetzt ist er tot, toll. Ich wollte ihn noch übernehmen, du blöde Kuh. Na gut, jetzt ist er halt tot. Machst du nix. Diese drei Hauptmänner werden nicht auserwählt. Doch mehr als genug Rekruten füllen ihren Platz. Alle, die ausgewählt werden, töten wir. Wenn wir die Nazgul nicht aufhalten können, können wir sie zumindest verlangsamen. Immerhin das. Und damit ist dieser Auftrag auch abgeschlossen. Ich habe einen weiteren Fähigkeitenpunkt erhalten und ein bisschen Geld und alles. Sehr cool. So. Holen wir noch schnell die Rüstung hier. Zack, da ist dann die Festung, die wir einnehmen müssen. Da sehen wir sie. Am Fuße des Berges. Und da haben wir dann die, die dann später kommen, die wir dann versuchen können. Zu machen. Hier ist auch Verrat. Nee, Reinigung. Locke den Häuptling hervor, indem du seine mystischen Statuen reinigst. Okay. Hier ist natürlich wieder sowas am Stissel in der Grube. Ja, da ist mit dem Zeitverstreichen echt nervig, finde ich. Aber machst du nix. So, zack. Jetzt dauert es immer noch zwei Züge. Ja, komm, ich mach das eben schnell fertig. Soll's. Dann weiß ich zumindest, ob der sich da einschleichen konnte oder nicht. Gut, ich glaube, der jagt immer sehr gerne Grauks.
Ist auch mittlerweile schon Level 24. Alter Schwede, wenn er mich verrät, dann, ja, muss ich ihn töten. Ist dann blöd. Machst du nix. So, ich kann ja mal gucken, was möchte ich denn als nächstes so machen in der nächsten Folge. Wir haben noch ein bisschen was zum Einsammeln. Wir halten noch das hier, aber das ist alles unterirdisch. Ja. Das ist alles eine gute Frage. Ich hätte hier das noch. Ich weiß es nicht. Ich könnte natürlich als nächstes auch das hier machen, einfach. Warum nicht, ne? Theoretisch. Hier hin, da ist wieder eine Halle, da muss ich sowieso noch hin. Muss ich auch in dem anderen Gebiet noch machen, habe ich nämlich da auch noch nicht gemacht. Tja, oder schon einen von denen hier kaputt machen. Ich weiß es nicht genau. Das ist eine gute Frage. Was mache ich denn als nächstes? Keine Ahnung. Keine Ahnung, Dude. Wie viel Ethyl fehlt mir denn noch? Ethylin 2, ne? Ja. Ne, 3. Ich weiß es nicht. Ich gehe mal, glaube ich, hier hin, weil das ist so Mitte. Da kann man sich dann noch aussuchen, was man macht. Wenn man sich nicht so sicher ist. So, erstmal gucken, hat er es geschafft oder hat er es nicht geschafft? Dann wäre der zweite hintereinander. Okay. Alles klar. Der war nicht mal schlecht, ja. Vom Level her war der gar nicht mal schlecht. Also 18 ist ja okay. Puh, okay, scheiße. Ja, gut, letztlich, mein Gott. Eigentlich müsste ich gezielt die übernehmen, wie bei ihm zum Beispiel, die sowieso schon hier drin sind, wie ihn. Nee. Warte, wo ist er denn hier, der hier? Wenn ich den übernehmen würde, ja. Er wird mir leider nicht angezeigt, aber wenn ich den übernehmen würde. Da, weil ich auch gar nicht weiß, in welchem Gebiet er sich hier aufhält. Aber wenn ich den übernehmen würde, dann könnte ich ihn natürlich einfach da reinschicken und sagen, hier, mach mal. Tja. Ach, ich weiß es auch nicht. Keine Ahnung. Ich mache vielleicht das hier in der nächsten Folge. Einfach schon mal einen Leibwächter töten. Und schauen, was geht. Ich markiere mir das. In der nächsten Folge mache ich das, glaube ich. Dann mache ich das hier. Und dann schauen wir einfach mal weiter, ob ich dann... Naja, ich weiß noch nicht. Nur mal gucken. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein!